Ich grüße Sie, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV. Morgen des Montags, 15. Juni, 10:55 Uhr. Und wir vernehmen, dass der DAX hier mal ganz, ganz stark nach dem schwachen Wochenausklang mit minus 1,2 irgendwas Prozent hier jetzt dann auch heute nochmal richtig in die Knie geht. Der DAX also hier weiter mit dem Austritt von Griechenland etc. Die Fundamental News wollen wir hier gar nicht besprechen. Da sind Sie eh informiert, aber letztlich fundamental belastet, eindeutig hier im Schwächemodus. Und mit Rückblick auf die vergangene Woche lässt sich feststellen, dass wir hier das Level von 10.500 Punkten eben nicht erreicht haben, hier im Stundenchart-Intervall. Und wir gehen jetzt vorab mal hier auf den Tageschart. Die Zone um 10.350 bis 11.400 Punkten, diese Zone, die schon relativ lange hier im Chartfenster auch zu sehen ist, erwies sich tatsächlich wieder als Hürde. Und mit dieser Shooting Star Kerze, wo wir auch hier diesen roten Pfeil schon drüber gesetzt hatten, mit dieser Kerze bleibt der DAX jetzt hier im bärischen Modus. Das Down Gap von heute hier in der Xetra-Indikation ist natürlich klar negativ zu bewerten. Das soll heißen, der DAX bleibt erstmal ohnehin unterhalb dieses Gaps, ganz klar im Short-Modus. Und sollte es einen Gap Close geben, dann wäre eben hier genau dieser Widerstand 11.350, 11.400 Punkten das große Hindernis nach oben. Und erst wenn es hier einen Close über 11.400 Punkten gibt, beziehungsweise über der Kerze von 11.452 Punkten der Donnerstagskerze eben, dann könnte man hier ja Ambitionen hegen, dass der DAX hier doch noch nach oben auftritt. Aber dann haben wir auch schon die Abwärtstrendlinie hier liegen und Sie sehen, das Bündel an Widerständen nimmt nicht ab. Der DAX also hier eindeutig im Schwächemodus und das bleibt bislang auch hier zu favorisieren. Obgleich es eben ja, zur Wochenmitte der vergangenen Woche anders schien, hier mit diesem starken Reversal, mit dem Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrendkanal, hätte man vermuten können, dass zumindest hier diese obere Abwärtstrendkanallinie attackiert werden würde. Aber das blieb letztlich aus und der DAX ist jetzt hier ganz klar im Rückzug begriffen. Was haben wir noch? Wir haben hier eine Saisonalität, die mit Blick auf die nächsten 40 Tage hier zunächst bis in den Juli hinein jetzt nicht unbedingt ein bullisches Sentiment vermuten lässt. Das soll heißen also hier, vor dem Hintergrund der schwachen technischen Ausgangssituation und der negativen Saisonalität, da kann man auch diesen kleinen Spike, der sich jetzt hier mal kurz anschließt, auch außen vor lassen. Das wäre im Ausnahmefall hier wahrscheinlich das Szenario eines Gap Closes inklusive Retest dieses Widerstandslevels. Sozusagen Plan B. Und ein Stück weit anpassen. So könnte man das mal visualisieren, wenn es zum Gap Close kommt. Ansonsten hier erst oberhalb von 11.400 Punkten, idealerweise oberhalb der Kerze vom letzten Donnerstag eben dann die Möglichkeit, den Abwärtstrendkanal zu brechen. Aber das ist wirklich Plan B und eher nicht zu favorisieren. Ganz klar nicht zu favorisieren. Der DAX hier im Schwächemodus und das scheint sich eben auch hier weiter fortzusetzen. Wir hatten am Freitag, jetzt hole ich mal kurz die Range nochmal nach oben. Hier den DAX ja an dieser Trendlinie schon analysiert. Es gab den kleinen Ausbruch nach unten, dann den Rücklauf. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass wir hier tatsächlich das noch so nach unten ausbauen in Sachen Range, aber ja, DAX hat es tatsächlich vollzogen und am Freitag hier nochmal ordentlich zurückgesetzt. Heute sind wir hier mit dem Down Gap sozusagen aus der Nacht auch hier 140 Punkte gelaufen. Das heißt, der DAX hat noch ein Stück weit Spielraum. Das sehen Sie auch an diesen Durchschnittsgrenzen. Der DAX ja im Schnitt so um die 199,50, 200 Punkten unterwegs während der letzten 14 Tage. Und das heißt, wir haben hier jetzt noch durchaus ja, 50 bis 60 Punkte abzuarbeiten. Und wenn wir uns anschauen, dass der DAX ja hier am Freitag mit dem Vortagestief einherging, das wurde jetzt unterstritten, dann kann man hier sogar auf Stundenebene kurzfristig interpretieren, dass wenn wir nicht über das Vortagestief hinauskommen, ein Lauf in Richtung 10.950 Punkte, 10.940 Punkte durchaus passieren kann. Wir haben jetzt hier gerade den Beginn der 11-Uhr-Kerze. Da muss ich mal zeigen, was da jetzt noch draus erwachsen kann. Wenn wir hier es nicht signifikant schaffen, über 11.065 rauszuziehen, das ist hier ein Widerstandslevel. Haben wir auch hier sehr schön zu sehen mit dem Rücklauf in die vergangene Woche. Hier der Ausbruch drüber, hier nochmal einmal geschaltet, hier nochmal als Support getestet, dann drunter gelaufen. Das ist ein Level, das sollte man im Auge haben. Unterhalb von 11.065 Punkten bleibt der DAX also sowohl übergeordnet als auch kurzfristig im klaren Short-Modus. Ganz, ganz klar hier die große Hürde. Nach oben hin
Wenn denn überhaupt was in der Richtung kommt, 11.150 Punkte, dann dürfte es eng werden. Ein Pullback an diese gebrochene Aufwärtstrendlinie kann ich mir unterdessen mal gar nicht vorstellen. Aber die Range verspricht, wie gesagt, Spielraum. Und wenn der DAX jetzt hier nicht signifikant über 11.65 rauszieht, dann Richtung neuer Tiefs heute wahrscheinlich anzunehmen. Ansonsten wäre hier sicherlich der Deckel drauf, wenn wir in Richtung 11.150 Punkte laufen. Und dazu gehen wir jetzt nochmal hier auf die klassische Chartebene im Stundenchart, um uns das noch ein Stück weit zu visualisieren. Hier der Abwärtstrendkanal, aus dem wir auf Tagesbasis ausgebrochen sind. Jetzt sehen wir hier so ein Stück weit Erholungsversuche. Das ist ja auch die 24-Stunden-Indikation von JFD. Hier, wie gesagt, das machen wir mal bei 11.065 mal dieses Widerstandslevel rein. Da war auch bei 63 zuvor in der letzten Woche immer diese Marke. Das ist jetzt auf jeden Fall ein Level, was wichtig erscheint. Haben wir also auch hier in den Chart jetzt geholt. Hier haben wir auch das Gap von dem Freitag Schlussstand zur Indikation bis eben zum heutigen jetzigen Verlauf. Und das haben wir hier das Level 11.150 Punkte, 11.150 Punkte rund, was jetzt hier als Widerstandszone zu interpretieren bleibt. Und genauso das holen wir uns auch jetzt hier auf Intraday-Basis in den Guidance-Chart. Und das zeigt uns eben, dass hier ja, der DAX wenig Aufwärtsambitionen hegen dürfte. Vielmehr, neben der heutigen Range 11.950, 11.940, könnte es sogar im Sinne eines Ausverkaufs einer weiteren Schwäche in den USA hier auch nochmal zu einem Rücklauf bis zur Marke von 10.900 Punkten kommen. Das kann man sich für den Montag jetzt kaum vorstellen, aber der DAX ist, wie gesagt, jetzt hier mit Rückfall der Schwäche in der letzten Woche hier wieder deutlich angezählt und das sieht eben nicht sonderlich prickelnd aus. Schauen wir uns noch kurz die Stunden, vielmehr Quatsch, die Wochentagsstatistik an. Zum DAX lässt hier am Montag eine relativ neutrale Position erscheinen, also gibt uns hier keinerlei Anhaltspunkte in Sachen ja, Tendenzen, Schlusstendenzen, 52-Wochen-Tendenz heißt, während der letzten 52 Handelswochen schloss der DAX sowohl 50% negativ als auch 50% positiv. Sie sehen, das nimmt am morgigen Tag sichtlich ab, am Freitag auch nochmal sichtlich schwach. Hingegen der Donnerstag hier in der letzten 52 Handelswoche ein ganz klar bullischer Tag ist. Und was aber wichtig ist, und das sollte man auch mitnehmen, gerade auch für den Devisenmarkt, der Montag hier mit im Schnitt nur 16% der Wochenvolatilität. Das heißt, hier der unter Volatilitätsgesichtspunkt der schwächste Handelstag. Und wir sind jetzt hier mit der JFD-Indikation schon 140 Punkte gelaufen. Ob da jetzt noch so viel kommt, muss man abwarten. Hierbei verweise ich mal auf die Amerikaner und auf das Level von 11.065 Punkten, wo wir eben gerade stehen. Kommen wir nachhaltig drüber, dann kann es hier nochmal einen Erholungsschub in Richtung 11.50 gehen. Das wäre dann aber auch das höchste der Gefühle. Ansonsten bleiben wir darunter. Rechnen Sie ruhig damit, dass wir hier Richtung oder besser gesagt, Niveaus unter 11.000 Punkten anvisieren. Gut, liebe Zuschauer, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich denke, der Sound war auch heute wieder ein Stück weit besser. Wir sind mit einem neuen Headset am Start. Insofern sicherlich lauter und angenehmer. Ich sage an dieser Stelle, trotz dessen, dass der DAX hier in die Knie geht, viel Erfolg beim Handeln. Wenn Sie auf der Short-Seite stehen, Glückwunsch und alles Weitere dann später, beziehungsweise heute Abend nochmal zu einer Sendung zu den US-Märkten. Ansonsten hören wir uns morgen wieder. Ich wünsche Ihnen beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer.